beiden besten Weitspringer heute. Mein Glückwunsch an den deutschen Hallenmeister und an den deutschen Vizemeister. Man hat gesagt, du musst das Brett treffen, dann läuft es. Du hast es heute getroffen. Ja, aber nicht so gut, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Die letzten zwei Wettkämpfe waren relativ schwierig, da hat es technisch nicht ganz funktioniert. Da habe ich auch so ein bisschen meine Probleme heute mit in den Wettkampf genommen. Ich konnte das Ganze aber dennoch mit einem glücklichen und persönlichen Ende, und zwar mit dem deutschen Meistertitel, beenden, weswegen ich super stolz bin. Etua Enohoro hatten wir vor ein paar Wochen noch gar nicht auf der Rechnung. Vor ein paar Tagen bist du jetzt, hast du dich immens gesteigert im Weitsprung. Ja, das habe ich. Ich habe in Nevesti, also in Tschechien, habe ich meinen ersten Weitsprungwettkampf dieser Saison gemacht und habe da eine Bestleistung aufgestellt von 7,78 und konnte das jetzt nochmal bestätigen, diese Bestform mit dem deutschen Vizemeister. Er ist eigentlich Zehnkämpfer, hat schon mehr als 8000 Punkte gesammelt. Ist damit jetzt Schluss? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich mich sowohl im Zehnkampf und im Weitsprung nochmal verbessern kann in der Autosaison. Für dich wäre Zehnkampf nichts? Nee, definitiv nicht. Mir liegen die Laufdisziplinen einfach nicht. Deswegen Glückwunsch an die Superleistung, ich könnte das nicht. Aber du bist leichtathletisch auch auf einem anderen Sektor unterwegs, hast kürzlich den B-Trainerschein erworben. Genau, ja, ich möchte einfach ein bisschen was von dem weitergeben können, was ich so im Laufe meiner aktiven Karriere erfahren durfte, und habe deswegen den B-Trainer gemacht, um auch einfach später jüngere Talente zu unterstützen. Und deswegen auch Maschinenbaustudium mit Erfolg abgeschlossen, aber hast gesagt, eigentlich schwebt mir was anderes vor, ich werde jetzt Gymnasiallehrer. Ja, ich habe mich dann doch nochmal für das Lehramtsstudium entschieden, weil ich mich einfach in 20 Jahren nicht im Maschinenbausektor gesehen habe, sondern eher in der Pädagogik, und da passt auch der B-Trainer dazu. Ich möchte einfach später ein bisschen was weitergeben. Und du bist Physiotherapeut? Ja, das hoffe ich. Ich bin im vorletzten Semester bei der Medikurea-Akademie in Neuss und also 2019 bin ich dann Physiotherapeut. Aber ganz, ganz was Kurioses. Vor zwei Jahren afrikanischer Juniorenmeister, nicht im Zehnkampf, nicht im Weitsprung, sondern im Stabhochsprung. Ja, im Stabhochsprung, da konnte ich mir die Silbermedaille aufstellen und da bin ich eigentlich recht glücklich drüber. Das war 2015 und zwei Jahre später konnte ich das jetzt eben hier im deutschen Vizemeister holen. Er ist ein regelrechter Kosmopolit, in Belgien geboren, hat auch schon auf Teneriffa gelebt, in Den Haag, in den Niederlanden. Die Ziele für den Rest des Jahres? Die Ziele für den Rest des Jahres ist, in der Autosaison nochmal meine Weitsprung-Bestleistung zu bestätigen und mich nochmal zu steigern im Weitsprung und im Zehnkampf. Und Julian? Ja, ich möchte mit der Motivation des deutschen Meistertitels einfach in eine schöne Vorbereitung gehen, an dem arbeiten, was mir heute jetzt noch nicht so gut gelungen ist, um dann im Sommer wieder weiterzuspringen und mehr Spaß zu haben. Ich drücke die Daumen und danke für das illustre Interview. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Jetzt ist es drauf.